Moin Leute und willkommen bei Rollefix. Man sieht ja in vielen Foren und in YouTube-Videos, dass Vergaser mit Ultraschallreinigern gereinigt werden und man stellt sich die Frage, lohnt sich ein Kauf und wie viel bringt so ein Ultraschallreiniger eigentlich? Deswegen zeige ich euch heute anhand eines ziemlich verdreckten Vergasers, das ist ein Viertaktvergaser, wie viel so ein Ultraschallreiniger bringt. Das ist so ein mehr oder weniger erschwinglicher Reiniger für 60 Euro. Das sind einmal seine Daten, seine Modellnummer und seine Daten. Frequenz 40 kHz. Es gibt Reiniger mit so einem Netz. Es gibt welche ohne. Der hatte zwar so ein Netz dabei, aber wenn man die Düsen vom Vergaser reinigen will, fallen die sowieso durch die Spalte durch. Durch das Netz hier. Für das beste Ergebnis habe ich noch so ein Ultraschallreinigungskonzentrat extra für Vergaser. Das werde ich benutzen. Wer sowas nicht hat, kann natürlich auch eine normale Flüssigseife benutzen. Kann nur sein, dass die Reinigungskraft dadurch etwas geringer ist. So, dieser Vergaser, den ich jetzt reinigen werde, der hat ca. 30.000 Kilometer hinter sich. Wurde 2 Jahre lang gefahren ohne Reinigung. Ich werde den zunächst erstmal auseinanderbauen und mit Wasser und Seife und einer Zahnbürste erstmal den groben Schmutz abwaschen, bevor er in den Ultraschallreiniger geht. In diesem Video geht es ja nicht darum, wie man einen Vergaser reinigt, deswegen werde ich die einzelnen Schritte, wie man den auseinanderbaut, nicht zeigen. Es soll ja nur um die Reinigungskraft des Ultraschallreinigers gehen. So, vom groben Schmutz befreit, sieht der Vergaser so aus. So kommt er auch in den Ultraschallreiniger rein. Aber der Sinn und Zweck der Reinigung sind hier eher die Kleinteile als das Gehäuse. Deswegen zeige ich einmal die Düsen. Die habe ich natürlich nicht vorgereinigt, weil sie keinen groben Schmutz hatten. Die Membrane sieht so aus. Was interessant wäre, wären auch die Gummidichtungen. Und das ist die Benzinablassschraube. Auch ein interessanter Verschmutzungsgrad. Und warum nicht auch die Gehäuseschrauben. Und so kommen die Teile jetzt in den Reiniger und bleiben da erstmal für 30 Minuten. Ich muss sagen, für die Geräuschkulisse, also nicht für die Geräuschkulisse, die mein Nachbar macht, sondern für die Geräuschkulisse des Reinigers, macht der Deckel überhaupt nichts aus. Das Gerät ist extrem laut. Jetzt bleiben die Teile da für eine halbe Stunde drin. Das ist die erste Runde. Danach wechsle ich das Wasser und setze die nochmal für 30 Minuten rein. Und so sieht das Ganze jetzt nach dem ersten Durchlauf aus. Also außen ist er definitiv etwas sauberer geworden. Die Düse. Die Membrane sieht auch besser aus. Die Gummidichtungen. Hier hat sich jetzt nicht besonders viel getan. So, das war die Ablassschraube und die Gehäuseschrauben.
Jetzt kommt das Ganze nochmal für eine halbe Stunde in den Ultraschallreiniger mit neuem sauberem Wasser. Und so sieht das nach der zweiten Reinigung aus, also nach insgesamt einer Stunde im Ultraschallreiniger. Hier bei dem Deckel hat sich nicht besonders viel getan. Das war jetzt die Membrane. Also man merkt, so geringe Ablagerungen hier zum Beispiel in den Zwischenräumen sind noch da, diese dunklen Stellen. Das war jetzt die Ablassschraube. Also wie ihr seht, die Reinigungswirkung ist da, wenn jetzt auch nicht überragend. Wenn ihr mich fragen würdet, ob ich das Gerät kaufen würde, wo ich jetzt weiß, wie das funktioniert, wahrscheinlich nicht. Also ich bin kein Brillenträger, Brillen reinigt es 1A, aber ich denke, so einen Vergaser zu reinigen, braucht man zumindest nicht in diesem Preissegment. Also so sauber kriege ich das auch mit einem normalen Bremsenreiniger oder Vergaserreiniger-Spray in der Garage. Dafür bräuchte ich jetzt den Ultraschallreiniger nicht. Zumindest in diesem Preissegment, wie gesagt. Es kann sein, dass es bessere Reinigungsgeräte gibt. Da muss man wahrscheinlich auch etwas mehr Geld investieren. Dieses hat 60 Euro gekostet. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Fehlkauf, denn es reinigt ja. Aber das beste Ergebnis sieht man an der Oberfläche. Und die Oberfläche ist ja nicht das, was ich eigentlich reinigen möchte. Und diese kleinen Düsen, die kann man mit einem Vergaserreinigungsset genauso gut reinigen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und einen kleinen Einblick in die Reinigung eines erschwinglichen Ultraschallreinigers geben. Wenn es so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und in diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.